Für Erfolge muss man bereit sein zu kämpfen. Aber man muss sich auch Zeit nehmen. Zeit, um in Kontakt zu kommen. Kontakt? Guter Punkt. Mal sehr direkt und schonungslos, aber immer achtsam und wertschätzend. Immer ehrlich. Sehr intensiv. Nicht so verkopft. Und immer positiv. Ja, aber du bist manchmal schon sehr nett. Und du immer fürchterlich ehrlich. Ja, aber das braucht's oft. Ja, aber nicht immer. Jeder für sich ein hervorragender Coach. Aber gemeinsam unschlagbar. Oh, vielen Dank. Wir sind zwei Trainer, die im Tandem extrem gut funktionieren. Wir verstehen uns blind sozusagen. Wir binden die Gruppe sofort mit ein. Die muss hart mit uns arbeiten. Hart heißt, die sind ständig gefordert. Die agieren mit uns. Und die brauchen nicht viel aufschreiben, sondern die erleben etwas. Und wir sind der Meinung, das Erlebte, das setzt sich wesentlich besser fest, ist viel, viel nachhaltiger. Und über die Motivation sollen sie dann auch weiter anschieben, wenn sie wieder zurück am Arbeitsplatz sind. Die beiden Coaches gehen sehr, sehr individuell auf jeden Teilnehmer ein und geben jedem auch die Fähigkeiten mit an die Hand, die jeder Einzelne auch braucht, um sie in der Praxis umzusetzen. Sehr ehrlich, sehr direkt und auch sehr klar in den Aussagen. Und man kann auch was mit den Aussagen anfangen und man kann das auch für seinen täglichen Alltag wiederverwenden. Das ist wirklich sehr gut. Wir haben zwar das gleiche Verständnis und jeder weiß, was der andere machen würde, aber seine Kernkompetenzen hat jeder. Bei mir ist es ganz klar Teamentwicklung, das Team steht im Vordergrund. Ich komme aus dem Teamsport und beim Christian Führung, Kommunikation, das sind die beiden Bereiche, wo er viel Erfahrung hat und dementsprechend gut ist. Was uns sicher von anderen unterscheidet, ist, dass wir über das Ziel arbeiten. Wir wollen vom Auftraggeber, mit dem wir zunächst sehr, sehr stark in Kontakt kommen und wirklich wissen, was ist das Ziel. Und da haken wir nach und sagen, was braucht es wirklich genau? Und da glauben wir, das ist genau das Richtige für ihn. Und nicht, das haben wir schon dreimal gemacht, ist gut angekommen, machen wir wieder. Sondern das ist wirklich individualisiert. Und das unterstreichen wir mit einer ganz großen Kontaktfähigkeit. Wir haben die Möglichkeit, unterschiedlichste Persönlichkeiten relativ schnell auch aufzufangen und mit denen in Kontakt zu treten. Und ich glaube, das hebt uns auch ein Stück weit von den anderen Trainern ab. Je entschleunigter die Location ist, umso besser ist es. Idealerweise immer raus aus dem Büro, raus aus dem Bürogebäude. Manchmal sind wir ganz puristisch unterwegs. Klöster sind ganz oft umgestaltet für Seminarlocation. Da gibt es das Team, das abends auch noch zusammensitzt. Und das ist eine Arbeitsatmosphäre, die uns unheimlich entgegenkommt. Und Peter schätze ich unheimlich seine uneingeschränkte positive Art. Ich schätze am Christian seine Klarheit, mit Sicherheit einer, der die Kapitänsrolle definitiv übernehmen kann, der sich aber auch nicht so schade ist, die Drecksarbeit zu machen. Ja, man sagt mir nach, dass ich eher der Good Guy bin. Weiß nicht, wie der Christian das sieht, aber generell wird uns das schon nachgesagt, dass wir da generell schon auch die beiden Rollen einnehmen können. Das mag augenscheinlich, mag das sicher so sein, aber auch der Peter ist unheimlich klar und lässt nicht locker, wenn es an der Stelle notwendig ist. Und ich glaube, dass ich schon auch Herz habe und erkenne, was gerade Sache ist. Team Event und Team Building ist natürlich nah beieinander und kann man gut miteinander verknüpfen über die Möglichkeiten, die Vortex Impulse bietet. Weil das Team Building Event ganz oft von Unternehmen dafür verwendet wird, einen Veränderungsprozess in Unternehmen reinzubringen. Das Team Event alleine wird nicht reichen, diesen Veränderungsprozess von A bis Z durchzuziehen. Dafür ist die Teamentwicklung da, dass man nachhaltig an diesen Themen arbeitet. Wenn das der Fall ist, haben wir da gute Möglichkeiten, da auch einen Veränderungsprozess wirklich nachhaltig auch begleiten zu können.